Ja, also jetzt stehe ich hier mit Knutl. Hi. Moin. Kurz zu dir. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Träumen? Mit Träumen seit der Kindheit, aber ich wusste nicht, dass es Klarträume gibt und ich bin auf das Thema erst gestoßen, als ich irgendwann Internet hatte und über Surrealismus gegoogelt habe und dann das Klarträumforum gefunden habe irgendwann. Das war so 2006 rum. Ah ja, okay. Und gibt es was, was du jetzt im Moment besonders machst, so Traumarbeit oder irgend sowas? Vermutlich ja, aber ich weiß es im Moment irgendwie nicht, weil die aktiven Projekte, die ich mir vor ein paar Monaten ausgedacht habe, die sind gerade aus meinem Kopf irgendwie gelöscht. Achso, das heißt, du machst jetzt im Moment nicht so intensiv irgendwas. Ja, ich bin gerade so in der Zwischenphase, wo ich mir eigentlich neue Ziele überlegen muss. Und ich weiß nicht, was ich da am ehesten angehe. Ich weiß schon, was das letzte Thema war, war irgendwie so Metathema Kommunikation. Wie kann ich kommunizieren mit dem Traum oder anderen Traumfiguren oder irgendwas in die Richtung? Aber hast du es dann auch umgesetzt? Ich hatte ganz kleine Teilerfolge, glaube ich, anfangs. Und dann, ja, war das Thema mal wieder weg. Ich brauche eigentlich hauptsächlich Motivation und hauptsächlich Ziele, damit bei mir was weitergeht. Ich habe zwar immer wieder zwischendurch Klarträume, aber ich habe eine sehr schlechte Traumkontrolle und es passiert einfach irgendetwas oder ich wache gleich auf oder ich brauche die ganze Zeit irgendwie, um den Traum zu stabilisieren oder sonst was. Ja. Also die Ziele beziehen sich jetzt auch hauptsächlich auf Klarträume. Ja, eigentlich schon. Ich würde zwar irgendwie gern auch so Trauminkubation mal probieren. Oder nicht mal probieren, aber mal so probieren, dass es funktioniert, dass es mir was weiterbringt, dass es Ja. mich weiterbringt aktuell. Ja, habe gerade keinen wirklich guten Ansatz dafür. Und was meinst du, hat das Klarträumen und die Traumbeschäftigung dein Leben irgendwie beeinflusst? Ja. Weißt du auch wie? Naja, wie soll ich sagen? Ich glaube, der größte Einfluss ist einfach mit anderen Klarträumern in Kontakt zu sein, von denen beeinflusst zu werden. Natürlich auch das Klarträumen selber hat auch einen Einfluss, aber der ist subtiler und schwerer zu fassen. Ja. Und beeinflusst natürlich irgendwie das Denken in ganz vielen anderen Bereichen dann. Ist dieser soziale Einfluss irgendwie, geht er in eine bestimmte Richtung oder ist es, hängt das total davon ab, was für Menschen jetzt getroffen ist? Naja, es hängt immer davon ab, welche Leute. Ja, klar. Das soziale Einfluss ist irgendwie schon schwer zu fassen auch. Wenn man das Naja, grob es irgendwie gibt beschreiben jede kann. Menge Themen, die ich erst irgendwie indirekt über das Klarträumforum, über Klarträumer kennengelernt habe oder dort zuerst kennengelernt habe und dann woanders. Dann bereits mit dem davor kennenlernen, bereits im Hinterkopf dann woanders wieder anders kennengelernt. Okay, jetzt bin ich durcheinander. Das war ein komplizierter Satz. Also viele verschiedene Themen einfach. Ja. Grob gesagt. Ja, hast du zum Schluss vielleicht noch irgendeinen Tipp oder so an Leute, die sich auch mit Klarträumen beschäftigen wollen? Ich habe das Gefühl, wir sind alle so enorm verschieden. Vielleicht kann man das als Tipp auch formulieren. Sich bewusst zu machen, dass andere Leute komplett anders ticken, dass andere Träume so anders sein können wie die eigenen, dass man auch wenn man sich viele Jahre mit dem Thema beschäftigt, immer mal wieder einen kleinen Mindfuck-Moment hat. Und man sagt, ach, das gibt's auch noch. Ach so, so in der Art, was Leute zum Beispiel träumen oder was sie in den Träumen machen, das gibt es auch noch. Ja, oder einfach, wenn man einfach nur annimmt, wie die eigenen Träume sind, so sind auch die von allen anderen Menschen, dann liegt man halt total verkehrt. Und was beim einen funktioniert, funktioniert beim anderen wieder überhaupt nicht oder wird nochmal anders gedacht. Ja, das macht Sinn für mich. Okay, dann mal Dankeschön und tschüss. Tschüss.